Drum frisch auf, ihr Metzgerherzen, hebt die Gläser voller Wein, denn unser Handwerk geht niemals unter, Metzger müssen's immer sein. Ich bin der Vogelroger und bin der Wirt vom Restaurant Bahnhöfli, Däbiken. Vor 30 Jahren habe ich einmal Metzger gelernt, habe nachher den Koch gelernt, aber die Rezepte unten, das von der Bauernbratwürst, das habe ich mit kleinen Abänderungen von meinem Vater. Wir machen bei uns im Bahnhöfli Schweinsbratwürst, Kalbsbratwürst, wir machen Fleischkäse. Unser Fleisch kommt aus der Region. Wir brauchen für unsere Bauernbratwürst Schweinsfleisch, Halsspeck und ein bisschen Rindfleisch. Tue ich das Fleisch durch den Fleischwolf, sprich den Scheffel, durchlassen, durch die 5 mm Scheibe. Dann wird das Fleisch geknetet mit Beigabe von Gewürz. In diesem Gewürz ist Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Kümmel, Majoran. Nach dem Kneten tue ich das fertige Brät in Abfüller rein, das heisst in Spritze rein. Und nachher werden die Würste portionenweise in die Schweinstherme gefüllt. Denn unser Handwerk geht niemals unter, Metzger müssen's immer sein. Sei er Schuster, sei er Schneider, in ein jeder liegt im Bette fein. Jedoch der Metzger muss früh aufstehen, Metzger müssen munter sein. Jedoch der Metzger muss früh aufstehen, Metzger müssen munter sein. Rot-Weiß ist unsere Farbe, Rot-Weiß ist unsere Tracht. Wir kleiden uns in Samt und Seide, wenn die Arbeit ist vollbracht. Nachher tun wir die Würst, wenn es braucht, wenn es gewünscht wird, schwellen im 70-gradigen Wasser bis zu einer Kerntemperatur von 68 Grad. Unsere Bratwürste sind anders, weil wir separates Gewürz verwenden und kein Fertigprodukt drin. Natürlich servieren wir die Würste in unserem Restaurant, aber man kann sie auch über Gas heimnehmen. Ja, es gibt ein Geheimnis bei diesen Würsten und wenn ich das würde erzählen, wäre es kein Geheimnis mehr. Drum frisch auf, ihr Metzgerherzen, schenkt die Gläser nochmals ein, denn unser Handwerk geht niemals unter, Metzger müssen's immer sein. Denn unser Handwerk geht niemals unter, Metzger müssen's immer sein. Bratwürst, das ist unsere Leidenschaft.